Fritzbox 7590 am Glasfaseranschluss. Jetzt bei Frag Fritz. Bei Michael steht offensichtlich ein Glasfaseranschluss ins Haus, denn er fragt, was muss ich machen, um eine 7590 von DSL dann an Glasfaser betreiben zu können. Michael, gucken wir uns natürlich gerne mal an. Vorab, wenn ihr Glasfaser bekommt, könnt ihr natürlich auch eine Fritzbox direkt am Glasfaseranschluss anschließen, nämlich unsere Fiber-Modelle, also zum Beispiel auch die Fritzbox 5530 Fiber, denn da haben wir hier hinten diesen Glasfaseranschluss, wo dann direkt das Glasfaserkabel reingeht. Und das ist natürlich die beste, eleganteste Möglichkeit, Glasfaser zu nutzen. Aber es gibt ja auch Anbieter, die bieten euch dann so ein Glasfasermodem an, ein ONT, und sagen, hey, das kriegst du von mir und da kannst du deinen vorhandenen Router einfach anschließen und weiter nutzen. Und ja, das geht natürlich auch mit einer Fritzbox 7590. Da ändert sich dann was in den Anschlüssen, gucken wir uns auch mal an. Ich habe hier die 7590. Also Michael, momentan wirst du wahrscheinlich hier dein DSL-Kabel drin stecken haben für den DSL-Anschluss. Und nachher, wenn du dich dann mit dem ONT verbindest, kommt das DSL-Kabel raus und du nutzt den WAN-Port, um die 7590 mit dem ONT via Netzwerkkabel zu verbinden. Wie das Ganze eingerichtet wird, das gucken wir uns jetzt auch mal in der Fritzbox an. So, auf der Übersichtsseite sehe ich ja schon direkt, ich habe eine Internetverbindung und zwar über DSL. Und das kann ich mir nochmal genauer angucken bei Internetzugangsdaten. Und genau da, Michael, musst du dann auch was ändern. Momentan also über DSL mit der AVM GmbH. Wir nutzen ja hier unser eigenes Internet im Haus. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel auch andere DSL-Anbieter auswählen, wenn da ein Wechsel ansteht. Es gibt auch noch bei weiteren Internetanbietern noch mehr andere DSL-Anbieter zur Auswahl, wo die Zugangsdaten eingetragen werden. Es gibt aber auch noch drei Optionen, oder je nach Modell auch nur zwei, die ihr unten findet. Nämlich vorhandener Zugang über WAN, WLAN oder Mobilfunkanbieter. Mobilfunk ist klar, UMTS-Stick zum Beispiel, LTE-Stick einfach dran. Über WLAN, dann würde die 7590 sich per WLAN mit einem anderen Zugangspunkt verbinden. Oder über WAN wäre genau, was ich ja gerade gezeigt habe. An den WAN-Port kommt ein Netzwerkkabel und das geht dann in den vorhandenen Router, das vorhandene Modem rein und nutzt das einfach. Das könntest du jetzt auswählen, hast jetzt aber keine weiteren Möglichkeiten, irgendwas einzustellen. Und die Fritzbox ändert eventuell auch ihre IP-Adresse und du willst ja dein Heimnetz so behalten, wie es ist. Und deswegen gibt es auch eine andere Möglichkeit, die auch noch sehr viel weitere, noch mehr Flexibilität bietet. Ich gehe nochmal zurück, ich verwerfe das hier einfach mal. Denn wir sehen ja bei Zugangsdaten, dass ich den Anschluss an einem DSL-Anschluss nutze. Jawohl. Ich könnte aber auch sagen, nein, ich habe ein Kabelmodem oder, und das ist ja bei dir, Michael, der Fall, Anschluss an externes Modem oder Router. Denn du kriegst ja so ein externes Modem, ein ONT von einem Anbieter. Dann gibt es jetzt verschiedene Betriebsarten. Internetverbindung selbst aufbauen, das heißt, die Fritzbox bleibt Router. Das soll auch so bleiben, denn sie ist ja deine Heimnetzzentrale. Möglichkeit wäre hier noch als IP-Client, als Teil eines Netzwerkes, aber sie soll ja weiterhin die Internetverbindung managen. Werden Zugangsdaten benötigt? In dem Fall bei dir höchstwahrscheinlich nein. Und hier nochmal spannend, die Geschwindigkeit einzutragen. Denn die Fritzbox, die macht ja so Sachen wie Priorisierung und Bandbreitenmanagement. Und damit sie das wirklich gut machen kann, muss sie wissen, welche Geschwindigkeit eigentlich netzseitig zur Verfügung gestellt wird. Das kann sie über die Netzwerkverbindung alleine nicht realisieren, wie schnell der Glasfaseranschluss eigentlich ist. Und deswegen kannst du hier zum Beispiel eintragen, je nach Tarif, ich habe vielleicht 500 Megabit Downstream und 100 Megabit Upstream, also einfach die Geschwindigkeit, die du gebucht hast, damit die Fritzbox damit wirklich sauber arbeiten kann. Jetzt könnte man hier noch mehr einstellen, aber das sind Sachen, die brauchst du eigentlich alle nicht. Das funktioniert jetzt einfach. Das heißt, mit diesen Einstellungen jetzt übernehmen, wird einfach die Zugangsart von DSL auf den WAN-Port umgeswitcht. Du steckst dann das Netzwerkkabel in das vorhandene Modem und das war's. Der ganze Rest im Netzwerk funktioniert genauso wie vorher. Das WLAN bleibt, Smart Home bleibt, alles, was du eingerichtet hast, bleibt einfach die Fritzbox, nutzt einfach nur einen anderen Weg ins Internet. Michael, ich hoffe, dir gelingt damit der Umstieg von DSL zu Glasfaser. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, wie immer, ab in die Kommentare damit. Und wenn ihr dabei seid, haut ein Abo und die Glocke rein, denn vielleicht beantworten wir eure Frage ja schon beim nächsten Fragfritz. Bis dahin und tschüss.